idea. Dass wenn die und zugleich. Wir zeigen kein Kleiststück, das tun schon tausend andere und vielleicht besser als wir, das müssen wir nicht auch noch. Wir wollen ein Porträt von Kleist zeigen, in dem Sinne, dass ein Porträt immer etwas über den Porträtierten erzählt, als auch über den Porträtisten. Also wird in dem Stück sicher so viel Kleist vorkommen, wie auch Plasma drin vorkommt. Also ist es eine Interpretation oder ein Blick von uns aus der heutigen Zeit auf diese Figur Kleist. Zwar, was soll ich aus der Güte, was soll ich aus der Innigkeit, mit welcher sie mich in den letzten Tagen zuweilen angeblickt haben, besonders neulich am Fortepiano, was soll ich aus der Kühnheit, mit welcher sie sich jetzt selbst in Gegenwart anderer mir nähern, da sie sonst immer schüchtern von mir entfernt blieben. Ich frage, was soll ich aus all diesen fast unzweifelhaften Zügen anderes schließen, was anderes, Wilhelmine, als dass ich geliebt werde? Ja, ja genug, ja, ich verlasse ihn. Ja, ich bin bereits fest entschlossen, mich für ein Amt zu bilden. Das ist mein Plan. Für ein Amt will ich mich bilden. Aber noch bin ich nicht entschieden, für welches Amt ich mich bilden soll. Soll ich die Rechte studieren? Ach, was soll man von einer Wissenschaft halten, die sich den Kopf darüber zerbricht, ob es ein Eigentum in der Welt gibt? Nein, nein, nein. Nicht die Rechte will ich studieren, nicht die schwankenden, ungewissen, zweideutigen Rechte der Vernunft will ich studieren. An die Rechte meines Herzens will ich mich halten und ausüben will ich sie, was auch alle Systeme der Philosophen dagegen einwenden. Oder soll ich mich für das diplomatische Fach bestimmen? Das ist Plasmastück, Plasmaprojekt Nummer 10. Die meisten Projekte, die wir gemacht haben, so 80%, waren von mir geschrieben. In diesem Projekt ist praktisch kein Text von mir. Das meiste, 90% sind Briefe von Kleist. Ich glaube, dass Newton an dem Busen eines Mädchens nichts sah als eine krumme Linie. Und dass ihm an ihrem Herzen nichts merkwürdig war als sein Kubikinhalt. Bei den Küssen seines Weibes denkt ein echter Chemiker nichts, als dass ihr Atem Stickgas und Kohlenstoffgas ist. Er sieht nur das Insekt, nicht die Erde, die es trägt. Und wenn der bunte Holzspecht an die Fichte klopft oder im Wipfel der Eiche die wilde Taube zärtlich girrt, so fällt ihm bloß ein, wie gut sie sich ausnehmen würden, wenn sie ausgestopft wären. Et am Ende, et an Epsi, gehin an Efta, isoimat. Glaube mir, ich kann leicht fassen, was du mir sagst. Und ich möchte gern deine Hauptgedanken mit dir teilen. Teilen, ja. Erstmal steht eine massive Recherche natürlich und dann ist es der Versuch, auch wieder das Theater zu nutzen und nicht, wie ich es in einer theoretischen Abhandlung oder in einer germanistischen machen könnte, über Kleist etwas zu erzählen, sondern herauszufiltern, was bewegt, was berührt uns daran. Und da ist das für uns doch eine sehr moderne und sehr bei uns seiende, sehr nahe Figur gewesen. Wir alle kennen dieses Gefühl, dass man krampfhaft versucht, seinen Platz auf der Welt zu finden und sich einen Sinn zu generieren und dass das nicht sehr einfach ist und manchmal sehr tragisch und manchmal sehr komisch. Er fiel auch mit diesem kleinen Haufen den Zollwärter und Torwächter niederreitend in die Burg. Und während Herse über die Windeltreppe in den Turm der Vogtei eilte, stürzte Kohlhaas zum Junker Wenzel ins Schloss. Die Frau ist schon glücklich, wenn es der Mann nur ist. Der Mann nicht immer, wenn es die Frau ist. Und die Frau muss ihn erst glücklich machen. Der Mann empfängt also unendlich mehr von seiner Frau als umgekehrt die Frau von ihrem Mann. Folglich verliert auch der Mann unendlich mehr bei dem Tode seiner Frau als diese umgekehrt bei dem Tode ihres Mannes. Zuweilen sahen sie mit feuchten Blicken träumend in den Schein der Lampen. Es schien, als folgten sie der Musik in ein unbekanntes Land. Als sie mich erblickten, stand ich auf und ging weg. Dann ist es immer der Versuch, ein poetisches Porträt jetzt zum Beispiel in diesem Fall zu machen. Nicht, dass ich eine theoretische Abhandlung, ein dramaturgisches Konzept einer Linie nach abarbeite, sondern traumartig mit der Sprache der Poesie denke und versuche, etwas was darzustellen, was zwiespältig ist und was keine einfache Antwort liefert, sondern was berühren kann. Ich meine, dass,
von Kleist. Am Anfang habe ich gedacht, ah, das ist ein sympathischer Knulch, weil mich die Sprache extrem interessiert hat und das ist in unseren anderen Stücken auch immer Thema. Was ist Sprache? Wann wird Sprache zu Rhythmus, zu Musik? Wo hebt sich Sprache ab von der alleinigen Aufgabe, Informationen zu transportieren? Und der macht halt geniale, seitenlange Sätze. Und habe ich gedacht, das ist ein sympathisches Menschlein, der da in seinem Kämmerchen sitzt und auch nicht ganz zurechtkommt mit der Welt. Und je mehr wir darüber recherchiert haben, haben wir gemerkt, dass es ein äußerst zwiespältiger Charakter ist, was man zum Beispiel auch merkt in diesen Maßregelungsbriefen an die Frauen oder in diesem Hin- und Hergerissensein. Und zwischendurch wurde er uns auch ziemlich unsympathisch. Und ich hoffe, dass im Endresultat das auch drin ist, diese Zwiespältigkeit dieser Person, dass es ein herzzerreißendes, rührendes, verlorenes Wesen ist, allein auf dem großen Planeten, dass es ein unglaublicher Sprachwerker war und dass er aber manchmal sehr wahrscheinlich auch ein Arschloch war, wie wir alle.